Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ist mal wieder Daily Shop News Time. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Kommentare erstmal rein. Nein, Maximax, du bist heute nicht der Einzige, der kommentiert. So, also wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben hier zum einen von I'm the Lizard King. Love your wits, just started playing. Yeah, thanks for that, Lizard King. Hope you enjoy that game. If you need to have some help or need some tips, you will find many vids on our channel, or just feel free to ask and I'll try to do my best to help you. So, dann haben wir den nächsten Kommentar von Irina Löwe, beziehungsweise, also kennst du mich noch aus deinen alten Videos? Soweit ich weiß, Irina Löwe war, glaube ich, deine Mutter. Ne? Also, ich kann mich noch an dich erinnern und soweit ich mich erinnere, ist das der Account deiner Mutter. Also, liebe, liebe Grüße. Freue mich, dass du wieder zurück bist bei uns auf dem Kanal. Hi, servus. So, dann gucken wir mal rein in den nächsten Kommentar. Pet 2003, moin, wie geht's dir so, Herr Gleich? Und ich mache immer mehr bei meinem Account, dass ich immer besser werde. Finde ich gut, Pet. Also erstmal, wie es mir geht. So weit, so gut. Ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr mit kommentiert und aktiv mit dabei seid. Dann macht das Ganze doch gleich viel mehr Spaß hier. Und ja, gib Vollgas und dann freue ich mich darauf, dich in Gilde 2 mit reinzuholen, ne? Also auch du, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, also sag Bescheid. So, also dann geht's weiter. Dann sind wir bei Maximax. Okay, ich kommentiere weiter, aber nur, weil ich durch dich AT entdeckt habe. Dankeschön, Maximax. Aber hast ja gesehen, diesmal haben jetzt mal auch mal ein paar andere Leute mitkommentiert. Also bist jetzt nicht der Einzige gewesen. Freue ich mich, aber hoffentlich bleibt so. Also, jetzt geht's aber los mit unserem eigentlichen Shop. Da habe ich jetzt Bock drauf. Gucken wir mal. Mamas altmodische Geheimnisschatulle mit der Peggy. Ja, ist da momentan am Start. Dann noch für 2 Tage. Gucken wir mal in den Shop rein. Hier haben wir nach wie vor die Professor Farnsworth. Mythic Box oder das Mythic Pack. Mit Burger Addict Teddy, Baked Evil Monkey, Butter Toffees und Lois Griffin. Ist eigentlich eine ganz coole Geschichte hier, aber ja, es wird wahrscheinlich Ewigkeiten dauern, wenn ich das machen würde, bis ich das zusammen hätte. Aber na gut. Also dann, Stewie Power Pack, naja. Dann haben wir die Trippy Chinchilla Box, die habe ich euch gestern bereits vorgestellt, mit Trippy Zoidberg, Chinchilla Addict Wayne, Baked Evil Monkey und Butter Toffees. Also ist auf jeden Fall ziemlich gut, ja. Und jetzt geht's los. Jetzt sind wir hier bei der Daily Combo Mastery. Und dann schauen wir uns doch mal an, was heute hier so am Start ist. Und da heute ist ein Knaller dabei. Heute ist ein richtiger Knaller dabei. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit etwas weniger guten. Bin ich ganz froh, dass das für die 500 Gems da zu sehen ist. Das ist hier Cinderella Lois. Und Cinderella Lois. Naja, gucken wir uns die mal an. Das ist halt Lois mit Verkleidungskarten, Kostümkarten. Ist jetzt nicht wirklich prickelnd, das Ganze, wenn man sich das anschaut. Also, das Ding, das lohnt sich in keinster Weise. Völliger Nonsens, absoluter Schrott. Braucht kein Mensch. Also dafür 500 Gems auszugeben. So, dann kommen wir zu der nächsten Combo. Habe ich auch schon gespielt, aber bin ich jetzt kein großer Fan von. Aber ich sag mal so, kann schon unter Umständen auch mal hilfreich sein, wenn nichts Besseres gerade machbar ist. Das ist der Baby Enten Stewie oder Baby Duck Stewie. Ein Stewie mit auch mit Kostümkarten. Und hier sieht man eben auch relativ viel Cripple All. Und ja, und halt den Push zu den Seiten nach rechts und links, Nummer 13. Also es ist schon ziemlich, ziemlich nice, ja, das Ding. Aber 500 Gems gebe ich dafür nicht aus.
Das mache ich einfach nicht. Aber ich habe den auch schon gespielt. Und ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr da 11, 12, 13-fach alles runterkrippelt, dann ja, hat es der Gegner schon schwerer, Schaden bei euch zu verursachen. Ne? Also jetzt gehen wir mal weiter rein. Und jetzt kommt natürlich, jetzt kommt sie. Jetzt kommt die Knüller-Kombo des Tages. Der absolute Mega-Hammer. Für mich eine der geilsten Kombos, die es momentan so im ganzen Spiel gibt. Ja. Sir Cadet Hill. Der Cadet Hill, der ist brutal. Cadet Hill ist wirklich brutal. Guckt es euch an. Wir haben hier Craze, wir haben Punch und wir haben Gas. Und das alles auf einer einzigen Karte. Ja. Also das ist eine Zerstörerkarte, eine richtige Zerstörerkarte. Und da macht es halt echt Sinn, hier mal jetzt die Steinchen auszugeben und mal ein paar Steine locker zu machen. Also hier, das Ding, das ist einfach nur geil. Ja. Ich meine, was er nicht klein bekommt mit dem Punch, das macht er eine Runde später von mir aus mit dem Gas kaputt. Und der ist heftig. Cadet Hill ist krass. Also diese Geschichte werde ich mir jetzt gleich hier holen. Ich muss mal gucken, ich muss dann mal in meinen Belohnungen nachschauen. Da habe ich dann mit Sicherheit auch noch irgendwo ein paar Steinchen übrig. Das Ding hole ich mir jetzt auf jeden Fall. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und dann habe ich den schon einmal, wenigstens einmal. Ja. Und muss mal schauen wegen den anderen. Aber das Ding ist fett. So. Allein dafür lohnt es sich reinzuschauen ins Spiel. So, dann kommen wir hier rein zu der nächsten Combo, die ich auch des Öfteren mal spiele. Aber nur, wenn es nicht anders geht. Aber es hat eine defensive Karte. Das ist der Madarkas Peter. Und ja, schauen wir uns mal den an. Da haben wir halt eine Mauer und dann haben wir halt dieses Durchbrechen mit drin. Ne? Und ach, den gibt es tatsächlich nur für zwei Kombos. Siehst du? Weil ich, gut, ich habe halt die Furzschule für Hochbegabte, habe ich auf meinem ersten Account zweimal Quad-Fused, ja. Und den Peter habe ich, glaube ich, auch zweimal Quad-Fused. Und deswegen, das sind allein vier Karten in meinem Deck. Und alleine deshalb kommt halt diese Combo des Öfteren mal vor als Möglichkeit. Und ja, ist unter Umständen auch mal hilfreich. Aber ich hole es mir jetzt nicht, weil es gibt einfach andere Kombos, die ich definitiv besser finde. So, da wären wir dann auch schon durch. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch, definitiv. Und lasst Maxi Maxi nicht so ganz alleine da. Und ja, schaltet das nächste Mal wieder ein. Ah ne, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Leute, die Glock! Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir, dem Herrn gleich. Stay tuned. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.